Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, an den vergangenen Sonntagen bis heute die Worte zu besprechen, die Jesus vor seinem Hingehen in die andere Dimension seinen Jüngern gesagt hat. Darum geht hin und lehret alle Völker. Vorher sagte er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und nun kommt heute das Wort dran aus Matthäus 28. Und siehe, das heißt immer so viel wie jetzt, pass auf. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich kann das ja nun in keiner Himmelfahrtspredigt verheimlichen, dass mir dieser Tag das Liebste von allen christlichen Festen ist. Wir tun schwer mit der Niedrigkeit unseres Heilandes. Und an diesem Tag, der von seiner Glorie spricht und seiner Erhöhung, da ist mein Herz so voll Freude, dass ich ihm allen eine Portion davon mitgeben könnte und würde selber noch nicht ärmer dabei. Aber ich hoffe, dass sie so viel vom Evangelium mitgekriegt haben, dass das gar nicht nötig ist. Dass ihr Herz selber schon am heutigen Tage mit Freude erfüllt ist, wenn mein Glaubensaug betracht deine Glorie, deine Macht. Aber diese Freude des Himmelfahrtstages, das gebe ich zu, die können nur die Leute verstehen, jetzt brauche ich eine Formulierung des Paulus, die den Herrn Jesus von Herzen lieb haben. Wir sind glücklich, dass dieser Sohn Gottes, unser Heiland, der am Kreuz hing, der hinuntergefahren ist in die tiefsten Tiefen des Gerichtes Gottes, dass der nun, nachdem er seinen Weg vollendet hat, in der himmlischen Welt so gewaltig erhöht wird. Die Bibel sagt, dass der Vater zu ihm sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Zu seiner Rechten, da lässt man einen Ehrengast sitzen, nicht? Zu seiner Rechten, da lässt man den gehen, den man ehren will. Und der Vater aller Dinge sagt zu Jesus, zu dem, der am Kreuz hing, setz dich zu meiner Rechten. Denn das macht uns glücklich. Die Sache, die ich hier vertrete, die Sache des Reiches Gottes, meine Freunde, ist entschieden, nicht? Ist entschieden. Und wenn die ganze Welt gegen anstürmte, der Vater sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege alle Feinde zum Schemel deiner Füße. So ist das für die, die den Herrn Jesus lieb haben. Ich weiß nicht, gehören sie dazu? Fragen sie sich mal, ob sie Jesus lieb haben. Nicht, ob sie Großmutter wie Pastor ist, oder ob sie kirchlich interessiert sind, oder ob sie religiös angeregt sind, sondern ob sie Jesus lieb haben, fragen Sie mal. Für die unerleuchtete Vernunft ist dieser Himmelfahrtstag ja in jedem Jahr eine große Schwierigkeit. Denn die unerleuchtete Vernunft, die kann es einfach nicht fassen, dass unsere sichtbare Welt nur ein kleiner Sektor ist von der ganzen Wirklichkeit. Dass die Wirklichkeit viel größer ist als diese sichtbare Welt. Wenn wir vom Himmel reden, da rede ich ja nicht vom Weltraum. Das ist ja alles nur sichtbare Welt. Und diese ganze Geschichte, Lichtsystem und Sonnensystem, ist ja nur ein kleiner Sektor, sagt uns die Bibel, von der ganzen Wirklichkeit. Zu der ganzen Wirklichkeit gehört die unsichtbare, aber sehr wirkliche Welt. Himmel und Hölle, Engel und Teufel. In diese unsichtbare Welt ist der Sohn Gottes am Himmelfahrtstag
zurückgegangen. Ach, meine Freunde, unsere arme Vernunft, auch die erleuchtete Vernunft, tut schwer am Himmelfahrtstag. Wie sollten wir das allergrößte Geheimnis des Himmelfahrtstages auch nur von ferne kapieren können? Das größte Geheimnis ist nämlich das: Jesus nimmt von seinen Jüngern Abschied und sagt als letztes: Ich bin bei euch alle Tage. Das ist doch wirklich wunderlich. Abschied, das ist doch weggehen. Wenn ich von meinen Freunden in Erfurt Abschied nahm, vor 14 Tagen oder vor 8, ich weiß nicht mehr, nicht? Dann sage ich, Lebohn und auf Wiedersehen, und dann fährt der Zug weg, dann bin ich weg. Und Jesus sagt, Lebohn und segnet sie, und als letztes, aber ich komme zu euch, ich bin bei euch alle Tage. Das ist schwer zu fassen, nicht wahr? Dass Abschied weggehen bedeutet, aber Jesu Abschied aus der sichtbaren Welt bedeutet kommen zu seinen Jüngern. Das ist auch schwer zu kapieren. Das kann man überhaupt gar nicht kapieren. Das kann man nur verstehen, wenn man ahnt die Geheimnisse der unsichtbaren Welt, der anderen großen Wirklichkeit, die uns umgibt. Aber ich wünsche uns, meine Freunde, auch wenn wir es nicht verstehen, das, was erfahren dieses Wort: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Herr, der aufgefahren ist und Abschied nimmt, sagt uns das: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das wollen wir jetzt mal ganz einfältig und real nehmen. Und ich möchte Ihnen dieses Wort auslegen und will drei Dinge dazu sagen. Er ist bei uns, ja, dann kann man sich ja wirklich zu ihm bekehren. Das ist das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte. Ich habe am letzten Sonntag was Reizendes erlebt. Da kam am Sonntagabend, da haben wir Sonntagnachmittag, ist hier ein riesen Jungensbetrieb, ein paar hundert Kerle, nicht? Und als der Tag zu Ende war, kommt so ein 17-Jähriger zu mir und sagt: Ich muss mal mit Ihnen reden über Ihre Predigt. Das ist aber schön, sage ich, wenn man auch ein Echo hört. Sagt er: Sehen Sie, das war ja eine ganz schöne Bibelarbeit, so die letzten Sonntage. Aber warum sagen Sie den Leuten nicht ganz klar, dass sie sich zum Herrn Jesus durch eine 180-prozentige Wendung bekehren müssen? Junge, wenn ich mir überlegen, was du mir da sagst. Als Jugendpfarrer bin ich geradezu beruflich verpflichtet, Kritik der Jugend ernst zu nehmen, nicht? Das Wort hat mich begleitet. Warum sagen sie den Leuten nicht ganz einfach, dass sie sich zum Herrn Jesus bekehren müssen? Und dann habe ich gedacht, mein lieber Junge, ich will es den Leuten gleich am Himmelfahrtstag sagen, was ich hiermit tue. Ich möchte nur ein Wörtlein umändern. Dass sie sich zu Jesus bekehren müssen, sagt der Junge. Das möchte ich lieber so sagen. Dass sie sich zum lebendigen Herrn Jesus bekehren dürfen. Dürfen! Das ist doch Wahnsinn, wenn ich einem Gefangenen, der im Kerker sitzt, im Loch sagt: Du musst jetzt in die Freiheit gehen, und schließen die Türe auf. Sagt, du darfst nicht. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie sich zum Herrn Jesus bekehren dürfen und können, denn er ist da. Er ist ganz da, und darum kann man sich zu ihm bekehren. Ich bin bei euch alle Tage, sagt der Herr Jesus. Das heißt ja doch nun persönlich für jeden von uns. Dein Heiland, der Erlöser der Welt, der dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, der führt dich am Kreuz hin. Dieser Heiland steht eine Handbreit neben dir und wartet und wartet und wartet, ob wir nicht endlich den Schritt tun wollen, ihm unser ganzes Leben mit all seinen ungelösten Lebensfragen, mit seinen geheimen Sehnsüchten, mit seinen Sünden, mit seinen Bindungen, ob wir nicht dieses Leben ihm endlich übergeben wollen, weil er doch König ist. Und wir in Rebellion sind, solange es nicht geschieht. Er wartet.
Wir können uns zu ihm bekehren, weil er bei uns ist. Kürzlich sagte mir ein junger Mann, ganz verzweifelt, wissen Sie, so einer, dessen Leben auch so einigermaßen verkorkst ist, im Beruf und zu Hause, da sagt er, Pastor Busch, ich könnte auf den Mond auswandern und nochmal ganz von vorne anfangen. Da habe ich gelacht und gesagt, mein lieber Junge, so weit brauchst du da gar nicht zu reisen bis zum Monde. Da brauchst du nur einen einzigen Schritt zu tun. Jesus sagt, ich bin bei euch. Du musst nur diesen, aber wirklichen Schritt tun zu ihm. Es ist nur ein Schritt aus einem unerlösten Leben in eigener Regie. Da kann man christliche Überzeugungen dabei haben, wissen Sie? Da kann man sehr christlich sein. Aber ein unerlösten Leben in eigener Regie zu einem Leben, das im Licht der Erlösung steht, unter Jesu Gewalt. Das ist ein Schritt. Ich las vor kurzem den Bericht eines jüdischen Mannes, der im letzten Augenblick aus Hitler-Deutschland fliehen konnte, ehe man ihn vergast hat. Und er war aufregend, wie dieser Mann schildert, wie er in Hamburg an der Gangway von so einem großen Ozeandampfer steht. Das Schiff ist vor ihm. Da ist nur diese kleine Brücke. Aber da steht nochmal eine Kontrolle. So ein SS-Kerl. Und das schildert er, nicht wahr? Ich stand noch im Schatten der Todesgefahr. Vor mir war noch die Grube offen. Angst und Schrecken regierten mein Herz. Und dann ein Schritt an dem vorbei und ich bin in der Freiheit. Der eine Schritt, der alles verändert, der alles verändert. Und es bleibt hinter mir und ich bin in die Freiheit gekommen. Und da habe ich gedacht, so ist das mit einer wirklichen Bekehrung zum Herrn Jesus. Ich werde immer so dämlich, was muss man die Stunde seiner Bekehrung kennen? Ich weiß das nicht. Ich weiß, dass in der Bibel steht, dass man aus der Finsternis zu einem wunderbaren Lichte gehen kann. Und da geht es uns wie diesem jüdischen Mann. Jesus ist uns so nah wie dem die Schiffsmann, die rettende Schiffsmann. Ich bin bei euch alle Tage. Und meine Freunde, man kann einen Schritt vor Jesus stehen und ihn sein Leben lang gewissermaßen vor Augen haben und doch im Tode sein, unter Gottes Zorn sein, wie in Ketten der Sünde leben und verlorener Mensch sein in aller Friedelosigkeit. Ein Schritt davor. Man stirbt, liege vom Pastor glorreich begraben und ist nie hinübergegangen über die Grenze, wo das Reich der Gnade beginnt und das wirkliche Leben und Friede mit Gott. Sehen Sie, weil Jesus so nah ist, ist es ein Schritt geworden. Aber dieser Schritt kann nun getan werden, nicht? Ich muss ein zweites sagen. Das zweite möchte ich überschreiben. Nun kann man ihn anrufen. Nun kann man ihn anrufen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sagt der Herr Jesus. Und dann nimmt eine Wolke ihn vor den Jüngern weg, so heißt es im Markus Evangelium. Da nimmt eine Wolke ihn vor ihren Augen weg. Das ist, was sie hören. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt doch, da ist jetzt einer ganz nah, ganz nah, der mit allem, was mich quält, mit allem, was ich nicht loswerde, mit, jetzt brauche ich dieses dämliche Wort, mit unbewältigter Vergangenheit in meinem Leben, nicht? Mit Nöten, die ich nicht überwinden kann, mit Sehnsüchten, die ich erfüllen kann, der mit all dem fertig wird, der mit all dem fertig wird. Also ist das Zweite, ich bin bei euch alle Tage, das wollen wir auslegen, nun kann man ihn anrufen. Er ist da, der mit allem fertig werden kann.
Aber ich muss Sie ganz ernst darauf hinweisen, Jesus greift in unser Leben nicht ein. Er ist neben uns. Das steht doch nicht. Er ist neben uns. Aber er greift in unser Leben nicht ein, solange wir ihn nicht anrufen. Es gibt eine Menge Menschen, die werden einfach mit dem Leben nicht fertig und sind furchtbar christlich und sagen, warum hilft er mir nicht? Warum ordnet er nicht? Warum erfahre ich nicht? Haben sie nicht angerufen. Jesus ist neben uns, aber er greift nicht ein, ehe wir ihn anrufen. Und warum? Weil er uns nicht vergewaltigen will. Dieser Gott, der uns seinem Ebenbild schuf, hat einen großen Respekt vor der Persönlichkeit. Und wir so dauernd über Bord werfen. Er hat einen großen Respekt vor der Persönlichkeit des Einzelnen. Jesus vergewaltigt keinen Menschen. Er rennt nicht unser Leben rein. Er stößt die Türen ein. Tut er nicht. Sondern er ist da und wartet, ob wir ihn anrufen. Er überlässt es ihnen, ob sie ihn in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Er überlässt es ihnen, ob sie ihn in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Das ist eigentlich eine wundervolle Botschaft. Ich bin bei euch alle Tage. Da ist deren, ich brauche nur ein Wort zu sagen und er kommt in mein Leben. Das ist eine wundervolle Botschaft. Das ist nicht ein Dogma, das ist eine Wirklichkeit. Das ist eine Wirklichkeit. Und das ist darum so eine wunderbare Botschaft, weil wir ja in einer so schrecklichen Welt leben. In einer gefährlichen Welt leben. Nicht, das haben wir ja wohl alle kapiert. Was ist das für eine Welt? Wir kaufen 32 Raketen für je 9 Millionen. Und ich denke an all die jungen Paare, die nicht heiraten können, können sie keine Wohnungen haben. Was ist das für eine Welt? Ne? Was ist für eine Welt? Das ist für eine Welt, wo jeden Tag Mord in der Zeitung steht. Ne? Und inzwischen schreibt die Polizei auf, wer verkehrt gefahren hat. Was ist das für eine Welt? Also können wir stundenlang weitermachen, nicht? Und dann sagen sie, es wäre Politik gewesen. Machen Sie die Augen auf. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Und das ist noch gar nicht das Schlimmste. In dieser Welt leben wir und jeder von uns ist im Grunde ein Vulkan. Der kann ausbrechen und unser ganzes Leben verderben. Wenn auf einmal ganz harmlose Menschen plötzlich in Dinge raten, wo man spürt, der Vulkan ihres bösen Herzens ist ausgebrochen. Ich glaube nicht an den guten Menschen. Steht in der Bibel, ist gar nicht wahr. Was ist das für eine Welt? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die mich immer schrecklich bewegt. Ich habe es wahrscheinlich schon tausendmal erwähnt. Oder 999 Mal. Da steht Jesus auf einem Berg und neben ihm steht der Satan. Es gibt einen Teufel. Wer es nicht gemerkt hat, dem ist nicht zu helfen. Gegen Blindheit helfen auch Pillen nicht. Neben ihm steht der Teufel. Und der Teufel streckt seine Hand aus in die Horizonte hinein. Und es ist, als wenn er... Wie man im Theater so Fitten wegtragen kann, nicht? So wegschiebt. Das heißt in der Bibel, und er zeigte Jesus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und dann sagt er das Wort, das mir kalte Schauer im Rücken jagt. Der Teufel, dies alles ist mir übergeben und ich gebe es, wem ich will. Und das Schreckliche ist, was jetzt folgt, nämlich gar nicht. Jesus sagt nicht, du Lügner, du Angeber. Sondern er kennt das an. Jesus erkennt das an. Dies ist dem Teufel übergeben. In was für einer Welt leben wir? Und in dieser Welt steht dieser Jesus, der über alles erhöht ist, und sagt, in der Welt habt ihr Angst, weiß Gott, das ist wahr. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das kann ein Kind kapieren. Was ist das für eine wundervolle Botschaft, dass der, dem alle Gewalt gegeben ist, dass der eine Starke, der Heilande, der Barmherzige, der Erlöser, der Todesüberwinder, dass der neben uns ist. Aber jetzt sage ich noch einmal, ich kann das gar nicht oft genug Ihnen versichern, er greift nicht in unser Leben ein, ehe wir ihn anrufen. Sie können ihr Leben verbringen und verkorksen und immer war Jesus da und hat ihr Leben nie anders gemacht, weil sie nicht anrief. Ich habe oft das Anrufen des Herrn Jesus mit einem Telefongespräch verglichen. Nicht wahr, da hängt das Telefon in meiner Wohnung, ich kann jederzeit eine Nummernscheibe drehen und Freund anrufen. Hallo,
und mit ihm reden. Und so kann ich jederzeit Jesus anrufen. Und sogar noch viel besser beim Telefon. Beim Telefon heißt es noch tü-tü-tü-tü-tü, ist besetzt, nicht? Weil Jesus heißt nie tü-tü-tü, ist besetzt, spricht gerade Herr Meier mit Jesus, kannst du nicht rankommen. Es hat jeder, so habe ich mal gesagt, seine Sonderleitung zum Herzen Jesu. Hat jeder eine Sonderleitung zum Herzen Jesu. Und nun möchte ich Ihnen sagen, nachdem ich diesen Text jetzt mal richtig angesehen habe, geht mir auf, dieses ganze Bild vom Telefon ist verkehrt. Das ist falsch. Wenn ich mit einem telefoniere, dann ist zwischen dem und mir eine Entfernung. Wenn ich mit Jesus rede, ist zwischen ihm und mir keine Entfernung. Das sagt das Wort, ich bin bei euch alle Tage. Und das ist wundervoll. Sehen Sie, gestern ruft mich ein Herr an aus Krefeld. Ja, Pastor, kann ich mal mit Ihnen sprechen? Ja, ich sage, gewiss, was haben Sie auf dem Herzen? Ja, sagt er, das kann ich telefonisch nicht gut sagen. Oh, ich sage, es hört keiner ab, Sie können es ruhig sagen. Ach nein, ich will das lieber persönlich sagen, wann treffe ich Sie an? Verstehen Sie das? Nicht? Doch richtig. Dinge, die mir am Herzen sind, die sage ich telefonisch, da gehe ich lieber hin. Und es ist wundervoll zu wissen, wenn ich mit Jesus rede, muss ich nicht telefonieren. Da könnte ich nämlich das Eigentliche doch nicht sagen. Sondern wenn ich mit Jesus rede, dann ist es, wenn ich mit einem Freund spazieren gehe. Und wir können es aussprechen. Das heißt, ich bin bei euch. Da ist keine Entfernung dazwischen. Darum ist das Wort anrufen sogar verkehrt. Rufen, das ist immer noch eine Anstrengung. Hallo! Ach, ich muss Jesus gar nicht anrufen. Wenn er da ist und keine Entfernung mehr dazwischen ist, dann kann ich mit ihm sprechen. Flüstern, im Gedanken mit ihm reden. Sehen Sie, das ist eine herrliche Botschaft, ich bin bei euch alle Tage und können wir anrufen. Ich möchte Sie herzlich bitten, lassen Sie sich von jetzt ab durch niemand und nichts hindern, mit Jesus zu reden, mit dem, dem alle Gewalt gegeben ist und der doch da ist, der zu Rechten des Vaters ist und neben ihm, der als hoher Priester im himmlischen Heiligtum ist, und meine Hand halten will, lassen wir uns durch niemand und nichts hindern, alles, was uns bewegt, mit ihm zu reden. Wissen Sie, das größte Hindernis ist, jetzt denken Sie, ich rede von dem Tempo unserer Zeit, ach, ist gar nicht so doll mit dem Tempo, das markieren wir ja alle bloß, nicht? Wenn man 5 Tage arbeitet und dann ist immer noch ein Feiertag zwischen, wo soll das Tempo herkommen, liebe Freunde? Zeit haben wir genug, nicht wahr? Zeit haben wir genug. Das größte Hindernis, dass wir mit Jesus reden, ist unsere Sünde. Sehen Sie, wie ich ein kleiner Junge war, da habe ich abends gebetet. Und wenn ich böse gewesen war, dann habe ich mir eine Decke versteckt und gesagt, heute kann ich nicht beten. So habe ich gedacht, heute will er mich nicht hören. Erst als ich älter war und mich zu Jesus bekehrt habe, habe ich begriffen, wenn ich eine Niederlage erlebt habe, wenn die Sünde mächtig geworden ist, wenn Fleisch und Blut über mir herfiel, gerade dann muss ich ihn anrufen, gerade dann aus Sünde und Schande und Not heraus. Herr Jesus, bring du doch mein Leben in Ordnung. Lass dein Blut mich reinwaschen und gib mir ein neues Herz und verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Lassen wir uns durch niemand und nichts hindern, Jesus anzurufen, weil er so unheimlich nah ist. Ich bin bei euch, ich bin bei euch. Ja, ein Wort. Und noch ein drittes. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das heißt, nun kann man sich ja leicht zu ihm bekehren. Das heißt, nun kann man ihn ja leicht ansprechen. Und das Dritte, nun kann man ja mit ihm leben. Drittens, nun kann man ja mit Jesus leben. Wie leben Sie eigentlich? Sehen Sie, seit meinem 18. Lebensjahr versuche ich, mit Jesus zu leben, mit dem lebendigen Herrn. Ich weiß, er ist da. Und ich kann Ihnen sagen, das bringt viel Kampf und unendliche Freude. Das bringt Zerbrechen und unendlichen Trost. Aber eins kann ich über alles schreiben. Ein Leben mit Jesus ist ein Leben ohne Alltag. Ich sehe um mich herum die Leute in ihrem schrecklichen grauen Alltag.
Nicht wie jener Junge sagte, dieser kleine Schloss am Montag, Schloss am Dienstag, Schloss am Mittwoch, Schloss am Freitag, Schloss am Samstag, Kino, Sonntag, Fußball und Mädel, Montag, Schloss am Dienstag, Schloss am Freitag, Schloss am Samstag, Kino, Sonntag, Fußball und Mädel, Montag. Und das ein Leben lang ist ja grauenvoll. Ja, sag ich, das ist grauenvoll. Das ist grauenvoll. Nicht? Ein Leben mit Jesus. Aber verstehen Sie, wo ich wirklich mich zu ihm bekehre? Nicht ein Leben mit Christentum, nicht ein Leben mit Pastor, nicht ein Leben mit Kirche, meine ich alles nicht. Leben mit Jesus, wo ich sein Eigentum geworden bin und es auch weiß. Und es auch weiß, er hat mich angenommen, ist ein Leben ohne Alltag. Das ist dem grauen Alltag entnommen und hineingestellt in den Morgenglanz der Ewigkeit, vom ersten bis zum letzten Augenblick, von der Stunde meiner Bekehrung bis zum letzten, nein, bis in Ewigkeit hinein. Und ich möchte nur eben ein bisschen skizzieren, was das heißt, Leben mit Jesus. Da müssen wir mal doll aufpassen, das ist nicht ganz einfach. Leben mit Jesus, das heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich habe diese Woche ein feines Gespräch mit einem katholischen Priester gehabt, mit einem katholischen Pfarrer. Und da kamen wir auf die Paulusbriefe, da sagte er, ich zittere, wenn ich die Paulusbriefe lese. Sie sind schwer. Ich zittere, wenn ich das Wort lese, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wer kann das sagen? Leben mit Jesus heißt, ich gehe unter sein Kreuz und sehe, wie Gottes Gericht ihn trifft. Mein Gott, warum haben sie mich verlassen? Und dann weiß ich, das gehört eigentlich mir. Was machen wir jetzt? Na, singen wir eben noch einen Vers hier, aus dem fünften Vers, glaube ich, von dem Liede 74. Das ist das Allerwichtigste, das müssen Sie mir eben noch anhören. Das ist typisch, dass da genau Unruhe kommt. Geist und Kraft nun überfließen, dann wird in mir kräftig lieb, bis zum Himmel einer Hütte alle Feinde fliegen sind. Dass er mir eben mithelfen kann, aber das ist von da, wo ist denn der hin verschwunden? Meine Freunde, Sie müssen mir das eben noch abnehmen, nicht? Mit Jesus leben, da gehe ich unter sein Kreuz und sehe, wie der Zorn Gottes trifft und weiß, der war auf mich gemünzt. Er ist das unschuldige Lamm. Ich bin gemein. Ich bin gemein. Und ich erkenne dieses Urteil Gottes, dieses Zorn Gottes Urteil über mein Leben, über mein Wesen an. Erkenn's an, Herr Jesus, dein Kreuz, mein Kreuz. Und dann erlebt man, dass das alte Wesen so gern vom Kreuz runter möchte. Der alte Stolz und der alte Hochmut und der alte Zorn und der alte Unreinigkeit und Lüge nicht. Und da muss man immer bitten, Herr Jesus, halt die Nägel fest. Ich bin mit dir gekreuzigt. Herr Jesus, halt die Nägel fest. Das heißt mit Jesus leben. Aus dein Kinderspiel, nicht ein bisschen religiöse Eierpopeia. Sie müssen schon einen gewaltigen Schritt hinein tun, wenn Sie verstehen wollen, was heißt mit Jesus leben. Sein Kreuz so annehmen, das heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist ein neues Leben, ein göttliches Leben. Mit Jesus leben heißt, ich bin mit Jesus auferstanden. Ich hab eine Todesgrenze hinter mir. Ich weiß etwas vom göttlichen Leben, regiert sein vom Heiligen Geist. Mit Jesus leben heißt weiter, unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Sehen Sie, man hat den modernen Menschen ja in allen Formen charakterisieren wollen. Und die beste Charakterisierung des modernen Menschen, nachdem alle Sicherheiten im wahrsten Sinn des Wortes zum Teufel gegangen sind, wenn ein Wahnsinniger auf den Knopf drückt, dann gehen wir alle unter, nicht? Alle Sicherheiten sind zum Teufel gegangen,
Zum Teufel, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Da sagt man vom modernen Menschen, er ist der Ungeborgene. Der Ungeborgene, das ist richtig. Jeder junge Mensch empfindet dieses Preisgegebensein. Was ist noch da, was mich einhüllt? Familien sind zerstört und Vaterland ist zerstört. Und was sind die großen Begriffe, die sie noch so in politischen Versammlungen sagen? Doch Ekuba, nicht? Ungeborgen. Und mit Jesus leben heißt, unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Ich bin geborgen. Und wenn die Welt zusammenbricht, ich bin geborgen für Zeit und Ewigkeit. Das heißt mit Jesus leben. Mit Jesus leben, das heißt, das ganze Leben wird wie, ja, wie wenn ein Kind auf die Weihnachtsstube zugeht. Was ist da? Das Beste kommt noch. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das heißt mit Jesus leben. Einer großen Zukunft, einem gewissen ewigen Leben entgegengehen. Aber meine Freunde, ich muss schließen. Lassen wir uns freuen an diesem Tag, dass dieser Heiland, der uns so gnädig und so nah ist, dass er über alles erhöht ist. Oder soll ich es umgekehrt sagen, dass dieser Herr, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, so freundlich und so nah in unser persönliches Leben kommt. Wir wollen beten. Herr Jesus, lass uns doch die Realitäten ernst nehmen. Lass uns doch Menschen werden, die im Geist und Wahrheit mit dir leben. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 74 den nächsten Vers singen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher dran war. Den sechsten, ja.